Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial über die Portfreigabe an einer Fritzbox, am Beispiel von Call of Duty Black Ops 2. Zuerst öffnet ihr den Browser eurer Wahl und geht in die Adressleiste. Dort gebt ihr ein fritz.box und drückt Enter. Alternativ könnt ihr auch die IP-Adresse eurer Fritzbox angeben, die in den meisten Fällen 192.168.178.1 ist. Dann meldet ihr euch bei dieser Anmeldemaske mit eurem Fritzbox-Passwort an. Nun seid ihr auf der Hauptseite der Fritzbox. Dann klickt ihr im linken Menübereich auf Internet, dann im Untermenü auf Freigaben und schließlich seid ihr in diesem Fenster angekommen. Portfreigaben sollte der aktuelle Tab dann lauten und im Moment sind keine Portfreigaben eingerichtet. Um das zu ändern, klicken wir auf Neue Portfreigabe und jetzt können wir hier einige Optionen auswählen. Zuerst einmal möchte ich die Portfreigabe für eine andere Anwendung einrichten. Dort können wir dann eine Bezeichnung vergeben, zum Beispiel Black Ops 2. Dann müsst ihr hier noch das Protokoll auswählen. Meistens findet man ja im Internet die Angaben zu Spielen, die eine Portfreigabe benötigen, um einwandfrei zu funktionieren. Und dort steht dann auch das Protokoll dabei. Meistens ist es entweder TCP oder UDP. In diesem Fall fange ich mal mit TCP an. Und den ersten Port oder die erste Portreihe von Black Ops ist 27.014. Und zwar bis an den Port 27.050. Hier in dieser Zeile kann man auswählen, an welchem PC diese Ports freigegeben werden sollen. Das ist im Moment der richtige Yellow Bear PC. Hier steht die IP-Adresse, die im Moment verschleiert ist natürlich, obwohl das eigentlich nur die interne IP-Adresse ist. Und dann müsst ihr hier nochmal denselben Port wie oben, also 27.014 eingeben. Und dann läuft also die Freigabe von Port 27.014 bis Port 27.050. Dann klickt ihr zum Bestätigen OK. Und jetzt haben wir hier unsere erste Freigabe 27.014 bis 27.050. Protokoll TCP. Dann für Black Ops brauchen wir noch weitere Ports. Und zwar diesmal, ich klicke wieder auf andere Anwendung, im Protokoll UDP. Ich nenne es wieder Black Ops 2. Und diesmal die Ports, diesmal ist es nur ein einzelner Port, 3478. Und wenn es nur ein einzelner Port ist, dann tragt ihr einfach in der Zeile bis Port den gleichen ein. Das heißt also, ich trage jetzt hier dreimal den gleichen Port ein, PC stimmt immer noch und bestätige mit OK. Dann eine weitere Portfreigabe, es sind ziemlich viele Ports, unter anderem auch der Port für Steam, also die Steam-Kommunikation. Der sollte auch meistens freigegeben sein für Steam-Spiele. Das ist nochmal Black Ops. Ups. Kleiner Vertipper. Und da auch. Kein Problem. Nochmal Protokoll UDP. Und diesmal Port 4379 bis Port 4380. Und hier trage ich nochmal 4379 ein. Hier wird dann automatisch 4380 ergänzt. Wieder mit OK bestätigen. Und eine letzte Portfreigabe. Andere Anwendung. Und das ist jetzt, glaube ich, die Freigabe für Steam. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es macht auch keinen Unterschied. UDP. Wieder als Protokoll. Und diesmal 27.000 bis 27.030. Dasselbe nochmal hier. Und ich bestätige wieder mit OK. So, das geht's. So geht's. Tut mir leid. So geht die Portfreigabe auf einer Fritzbox. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal auf Hardware and Games. Klickt auf Übernehmen und ihr seid fertig.